betrachten heute Maßzahlen, und zwar als erstes die sogenannten Mittelwerte und dann im nächsten Video sprechen wir dann von Streuungsmaßen. Bei den Mittelwerten haben wir als ersten eigentlich der wichtigste Mittelwert, das arithmetische Mittel. Das arithmetische Mittel ist die Summe aller Einzelwerte xi dividiert durch ihre Anzahl n. Als Formel habe ich mal geschrieben, x quer soll der Mittelwert sein, ist 1 durch n und dann die Summe der Einzelwerte. Oder wenn man die Summenschreibweise benutzt, dann könnte ich schreiben, x quer gleich 1 durch n mal Summe über xi für i gleich 1 bis n. Das wäre also eine verkürzte Schreibweise. Treten Einzelwerte mehrfach auf, wie zum Beispiel bei einer Klassenarbeit, da hätte ich die Werte von 1 bis 6 und dann kann die 1 5-mal, die 2 10-mal etc. pp. Auftreten. So rechnet man folgendermaßen. Der Mittelwert ist dann 1 durch n mal, und jetzt f1 mal x1 plus f2 mal x2 plus fn mal xn, wobei fi dann die absolute Häufigkeit ist, Stefan. Oder man schreibt dann wieder x quer gleich 1 durch n und dann die Summenschreibweise, Summe über fi xi für i gleich 1 bis n. Bei starken Ausreißern wird das arithmetische Mittel nicht benutzt, denn das würde dann völlig verfälscht werden. Betrachten wir nun einen zweiten wichtigen Mittelwert, das ist der Median oder der Zentralwert. Der Median ist derjenige Wert einer geordneten Stichprobe, der die Reihe der Messwerte halbiert. Jeder Teil der Reihe der Messwerte enthält demzufolge 50% der Werte. Man muss bei der Berechnung des Medians zwei Fälle unterscheiden. Und zwar einmal den Fall, dass der Stichprobenumfang gerade ist und dann, dass der Stichprobenumfang ungerade ist. Wenn der Stichprobenumfang ungerade ist, dann ist die Berechnung kein Problem, dann ist nämlich einfach der mittlere Wert. Ja? Formelmäßig könnte ich das so darstellen, für den Median ergibt sich xn minus 1 halbe, falls n ungerade. Nehmen wir mal an, n ist 10, dann haben wir 10 minus 1 ist 9 durch 2. Und wenn der Wert gerade ist, dann nehme ich die mittleren beiden Werte und bilde dann das arithmetische Mittel. Dann haben wir diese Formel. Durch den Median kommt die Größenordnung der Einzelwerte zum Ausdruck. Die Größenordnung der Einzelwerte. Bei Ausreißern ist die Berechnung des Medians von Vorteil, im Gegensatz zum arithmetischen Mittel. Und dieser Median wird etwa angewandt bei ökonomischen Problemen, meinetwegen um das mittlere Einkommen der Bevölkerung zu berechnen. Dafür den Median. Als dritten Wert haben wir den Modalwert oder das Dichtemittel. Der Modalwert ist der in einer Verteilung am häufigsten vorkommende Wert. Nehmen wir mal an, ich habe hier ein paar Werte, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Dann ist der Modalwert einfach der Wert, also 4, denn die 4 taucht hier am häufigsten auf. Okay? Dann gehen wir noch weiter. Bei einer nominalen Skala kann weder das arithmetische Mittel noch der Median benutzt werden. Nominal skalierte Werte sind zum Beispiel, wenn ich die Farbe eines Autos betrachte, mehrere Farben zum Beispiel. Ja. Verwendet werden Modalwerte letztlich bei Häufigkeitsverteilungen mit mehr als einem Häufigkeitsmaximum.
Nehmen wir mal an, diese Verteilung sieht so aus, dann haben wir doch zwei Maxima und dann haben wir auch zwei entsprechende Modalwerte. Es gibt zum Beispiel folgende Ungleichung: Der Modalwert ist kleiner als der Median und der ist wieder kleiner als das arithmetische Mittel bei sogenannten rechtschiefen Verteilungen. Und das arithmetische Mittel ist kleiner als der Median und wiederum kleiner als der Modalwert bei linksschiefen Verteilungen. Nun gehen wir noch ein Stückchen weiter. Bitte. Hier, Kameramann. Noch einige Mittelwerte, da haben wir das sogenannte geometrische Mittel. Das geometrische Mittel ist gleich der Entenwurzel aus dem Produkt der einzelnen Werte. Oder ich kann das auch schreiben, Entenwurzel aus. So, für Produkt gibt es in der Mathematik ein Zeichen, das ist das große Pi. Da kann man schreiben, Entenwurzel aus Pi von xi für i gleich 1 bis n. Also diese Betrachtung ist nichts anderes als das. Häufig wird das geometrische Mittel allerdings logarithmisch berechnet. Dann hätte ich Logarithmus von g gleich eine Wurzel, da wird der Wurzelexponent reziprok genommen, also 1 durch n mal Summe von Logarithmus xi. Das wäre dann eine solche Bezeichnung. Schließlich haben wir noch das harmonische Mittel. Dieses harmonische Mittel berechnet sich aus n durch Summe aller reziproken Teilwerte für i gleich 1 bis n. Ein kleines Beispiel dazu will ich mal folgendermaßen angeben. Wir haben meinetwegen eine Zugmaschine. Diese Zugmaschine fährt eine Strecke von 20 Kilometern, davon die ersten 10 mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde und die letzten 10 Kilometer mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Dann wäre interessant, die mittlere Geschwindigkeit zu berechnen. Das wäre dann nach dieser Formel eigentlich so, ich schreibe es mal an, das wäre dann a gleich n ist bei uns 2, dann die Summe der reziproken Geschwindigkeiten, da haben wir einmal 1 durch 50 und 1 durch 30 und wenn man das ausrechnet, dann kommt ein Wert von 37,5 Kilometer pro Stunde raus. Also das wäre dafür. Als letztes, das will ich nur noch mitteilen, gibt es auch das sogenannte chronologische Mittel. Aber das ist für unsere Schule nicht geeignet. Bisher ja.